Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 1. Wir waren hier stehen geblieben. Keine Ahnung. Muss ich hier nochmal rein, weil das hier blinkt? Friede sei mit euch. Wie kann ich euch dienen? Ich habe alles erfahren, was ich über mein Opfer wissen muss. Dann müsst ihr euer Wissen mit mir teilen. Abul Nukut ist korrupt und verachtet seine Mitbürger. Er hat wohl Gelder veruntreut, die für das Volk von Damaskus bestimmt waren und sie für sich selbst verwendet. Just in diesem Moment protzt er mit seiner Gier und bereitet ein ausschweifendes Fest vor. Seine Wachen und Diener werden mit den Gästen beschäftigt sein und nicht einmal merken, dass ich dort bin. Sehr beeindruckend, mein Freund. Die anderen sagten, ihr würdet es verderben, aber nicht ich. Nein, ich war sicher, dass ihr zu ihm durchdringen würdet. Und das seid ihr. Meine Gemächer sind die euren, bis ihr bereit seid zuzuschlagen. Wiederholung vom letzten Part. Kurze Wiederholung. So, dann tun wir erstmal diesen Händlerkönig. Okay. Wie heißt denn der Typ? Abul Nukut. Ach, da. Scheiß drauf. Happy birthday. Ich weiß noch ganz genau, dass ich heute vor genau einem Jahr auf meinem anderen Account Splinter Cell gemacht habe. Ja. Es ist doch nicht erlaubt, hier zu sein. Ich gehe ja schon. Warum gehe ich hier hoch? Ich habe keine Ahnung, was ich tun will. Okay. Naja, weiß ungefähr, wie lange das Spiel noch geht. Ich mach da lang. Orgasmus. Orgasmus. Was? Nein, geh hoch, bitte. Geh hoch! Okay, Steinen. Okay, ich muss anscheinend aufs Dach, oder muss ich hinten rum? Wieder rein. Nein! So eine Scheiße. Echt. Und wie soll es jetzt da weitergehen? Das frag ich mich jetzt. Scheiße. Ihr seid hier nicht Reinitialisierung. Ihr habt hier nichts zu suchen. Geht. Vorfahren Erinnerungen synchronisiert, auch immer gestartet. Ja, Papa auch den Zerrann schön schön. Zu deiner Wampe ein.
Wo ist denn mein Ziel? Bin ich denn, oder was ist los? Hey. Ach, da oben. Willkommen, willkommen. Danke, dass ihr heute meine Gäste seid. Bitte esst, trinkt. Und genießt die Annehmlichkeiten, die ich euch biete. Lasst euch Zeit, ich warte. Ich denke, alles ist zu eurer Zufriedenheit. Most excellent, most excellent. Gut, gut. Es freut mich, euch alle so glücklich zu sehen. Denn dies sind dunkle Tage, meine Freunde. Und wir müssen unser Glück genießen, solange wir können. Der Krieg droht uns alle zu verschlingen. Salah al-Din streitet tapfer für seinen Glauben und ihr seid immer da, um ihm zweifellos beizustehen. Eure Großzügigkeit erlaubt ihm, seine Kampagne fortzusetzen. Einen Trinkspruch also. Auf euch, meine Freunde. Ihr habt uns dorthin gebracht, wo wir heute stehen. Mögt ihr die angemessene Belohnung dafür erhalten. Solche Freundlichkeit. Ich habe sie nicht erwartet. Ihr, die ihr so schnell über mich gerichtet habt. Und auch so hart. Oh, tut nicht so unwissend. Haltet ihr mich für einen Narren? Dass ich nicht höre, was ihr hinter meinem Rücken redet? Doch, ich höre. Und ich glaube, dass ich es niemals vergessen kann. Aber darum habe ich euch heute nicht gerufen. Nein. Ich wünsche mehr von diesem Krieg zu reden und eurer Reue. Ihr gebt euer Geld so schnell, obwohl ihr genau wisst, dass es den Tod Tausender bezahlt. Ihr wisst nicht mal, warum wir kämpfen. Für das heilige Land, sagt ihr. Oder wegen der bösen Vorhaben unserer Feinde. Aber das sind Dinge, mit denen ihr euch selbst belügt. Nein, all dies Leid wird geboren aus Angst und Hass. Es stört euch, dass sie anders sind. Und es stört euch, dass ich anders bin. Und es stört mich, dass du so viel laberst. Mitleid, Gnade, Toleranz. Diese Worte bedeuten euch allen gar nichts. Und sie bedeuten den ungläubigen Eroberern nichts, die unser Land auf der Suche nach Gold und Ruhm plündern. Also sage ich, genug! Ich habe mich einer anderen Sache verpflichtet. Einer, die uns eine neue Welt bescheren wird, in der alle Völker Seite an Seite nebeneinander leben. In Schade, dass es keiner von euch erlebt. Ich kann hier nichts machen. Tötet jeden, der zu entkommen sucht. Okay, jetzt schon. Wie komme ich da rein? Alter, ihr kleine Fotzen. Das soll ich doch schaffen, oder? Ja, also bald bin ich da, stehe kann ich auch. Nee? Nee.
Okay, wie komme ich jetzt am besten da hoch? Ah, fuck. Nee, geh weg. Ich geh zu meinem Ziel. Oder auch nicht, scheiße. Scheibenkleister. Wo ist der Drecksack? Nein, nicht da lang, bitte. Ach, ich liebe diese Musik. Ey, verpiss dich, wohin? Scheiße, die Tore sind da. Zum Scheiß. Auf zu lenken. Scheiß, kein Tiger, ich schwör's dir. Boah, wie soll das denn gehen? Ich hätte mein Gehirnkollaps. Okay. Benutzen Sie die geretteten Gelehrten, um unbemerkt. Hör auf, mich umzurennen. Du musst da hochklettern und nicht irgendwo da so einer Pflanze. Ernsthaft. Dein Ernst. Ja, dein Ernst. Ernsthaft, was soll denn die Scheiße jetzt hier? Ich ist ja wieder weg. Nein! Arsch. Oh ne, steht da noch drauf. Stirb, da ist Dachsluder. Mann, das ist doch total unfair. Ups. Zu einfach. Ruht in Frieden. Ihre Worte können nun keinen Schaden mehr anrichten. Warum habt ihr das getan? Ihr nahmt Geld von jenen, die ihr angeblich führt. Gabt es für einen unbekannten Zweck. Ich möchte wissen, wohin es ging und warum. Seht mich an. Meine Existenz ist eine Beleidigung für mein Volk. Und diese edlen Gewänder vermögen ihre Schmährufe kaum zu dämpfen. Also geht es euch um Rache? Nein, nicht um Rache. Um mein Gewissen. Wie könnte ich einen Krieg im Namen des Gottes finanzieren, der mich eine Abscheulichkeit schimpft? Wenn ihr nicht Salah al-Din dient, wem dann? Ihr werdet es rechtzeitig erfahren. Vielleicht wisst ihr es auch bereits. Warum versteckt ihr euch? Wozu diese Gräueltaten? Sind sie so verschieden von dem, was ihr tut? Ihr nehmt die Leben von Männern und Frauen, überzeugt, dass ihr Tod den Massen derer dient, die überleben. Ein kleines Übel für das große Gute. Wir ähneln uns sehr. Nein, wir ähneln uns nicht. Ach, aber ich sehe es in euren Augen. Ihr zweifelt.
Ihr könnt uns nicht aufhalten. Wir werden die neue Welt erschaffen. Und zack. So eine Scheiße. Das bringt dann. Danke. Hallo. Ich weiß überhaupt nicht, wie du das machst. Scheiße. Was machen die sich da sehen? Ich glaube, du oder was? Nein, verpiss dich! Alter, bist du dafür engagiert worden oder was? Was tust du denn? Also, ich bin jetzt mit dem Partner. Man sieht sich beim nächsten Partner. Also, ciao.